Mina? Bist du wach? Gott erhörte den Hilferuf der Mutter Erde und schützte ihren Peiniger nicht mehr. So oder so ähnlich muss es in der Bibel vorhergesagt worden sein. Unsere Mom war nicht besonders gläubig. Und dennoch nutzte sie genau solche Verse jeden Tag, als erzieherische Maßnahme, wie sie es nannte. Schütze den Planeten, der dich am Leben hält. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sie neigte nur zu gern zur maßlosen Übertreibung. Mina war gerade 5, als wir unsere Mutter damals verloren. Noch zu jung, um sich weder an sie noch an ihren Vater wirklich zu erinnern. Wir sind Schwestern und mittlerweile müsste sie etwa 12 sein. Ich bin dankbar, so dankbar, dass sie noch immer bei mir ist und ich noch immer für sie da sein kann. So. Ist das noch sehr schlimm? Mhm. Okay. Es ist wieder Herbst und die Tage werden kürzer. Zum Frühstück gibt es Dosengemüse. Nachdem wir von unserer Gruppe getrennt wurden, sind wir jetzt wieder alleine unterwegs. Ich krieg das nicht hin. Halt mal fest. So. Dankeschön. Es ist schwierig, heutzutage noch Menschen zu finden, auf die man sich einlassen kann. Da draußen sind einige Überlebende. Wahrscheinlich mehr, als wir denken. Doch Menschlichkeit ist seltener geworden. Alte Gesellschaftssysteme gelten nicht mehr. Und das archaische System des Stärkeren herrscht vor. Deswegen versuchen wir, Kontakte zu vermeiden. Mina? 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 Ach, hier bist du. Das Shhh.
Mina, mein kleiner Troll, vergisst zu oft, in welcher Lage wir uns befinden. Aber vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Sorgen. Sie ist eben doch noch ein Kind. Mina! Mina, warte doch mal! Mina! Mina, wo bist du? Und Mina, du kannst nicht einfach, warum läufst du einfach weg? Sollte lustig sein, Bea. Hat die böse Mina einen Spaß gemacht? Gott. Weißt du, wo wir sind? Kannst du das begreifen? Hier ist nichts lustig. Dein Spaß bringt uns irgendwann noch einmal um. Ich hoffe, irgendwann verstehst du den Ernst der Situation. Es tut mir leid. Ach, Bea, ich will nicht immer alles so ernst nehmen. Du willst also lustig sein, hm? Ich muss so auf dich aufpassen. Wir machen jetzt los, Angelie. Pass bitte auf deine Schwester auf. Tschüss. Gehen wir weiter. Vielleicht sollte ich mir ein Beispiel an ihr nehmen. Meine Zeit nicht damit vergeuden zu überleben, sondern einfach zu leben. Die Welt, wie sie jetzt ist, anzunehmen und die Zeit, die wir haben, zu genießen. Wir versuchen immer, in Bewegung zu bleiben. Dabei gibt es kein Ziel mehr zu erreichen. Wir leben für den Weg, zurück zum Ursprung. Der Mensch begann mit dem Nomadenleben und die Zeit brachte ihn dahin zurück. Warte bitte hier. Alles klar, aber sei bitte möglichst leise und hab die Gegend ein bisschen im Auge. Das ist ja der Wahnsinn. Das lässt ja keiner einfach hier stehen. Weiter. Was ist, Mina? Kommst du? Ja, und manchmal haben wir Glück. Durch das Auto sind wir flexibler geworden. Aber wir haben nicht nachgedacht und uns Feinde gemacht. Ja, schon gesehen. Was machen wir nun? Nichts, wir fahren weiter.
Aber wir haben doch hinten noch Plätze frei. Wir können... Ach, Mina, mach einmal, wie ich es sage. Wir fahren weiter. Hey, siehst du das? Was machst du? Nimm die Pistole und setz dich nach hinten. Und nimm die Pistole erst runter, wenn die anderen beiden keine Waffen mehr in den Händen halten. Hi. Wer seid ihr? Ich bin Cora, das ist Swap. Könnten wir... Bleibt da stehen, komm kein Stück näher. Was für Waffen habt ihr? Pfeil und Bogen. Dolch, die Stange, mehr nicht. Sag deinem Freund, er soll den Bogen in den Kofferraum tun. Und Mina, du passt auf, dass er nichts Dummes tut. Übrigens, ich bin Mina und das ist meine Schwester Tabea. Hey Mina. Du bist ja noch sehr jung, Mina. Seid ihr nur zu zweit unterwegs? Naja, eigentlich waren wir in einer größeren Gruppe unterwegs. Doch leider hatten wir uns dann vor ein paar Tagen getrennt. Und ihr? Wir waren eine ganze Weile zu dritt unterwegs. Meine Schwester war noch mit dabei. Was ist jetzt mit deiner Schwester? Naja. Sie hatte andere Methoden, sich in der heutigen Welt zurechtzufinden. Das Zusammenleben mit ihr war nicht ganz einfach. Aber Meinungsverschiedenheiten sind doch kein Grund, sich von der eigenen Schwester zu trennen. Ja schon, aber weißt du, sie hatte einfach Dinge vor, mit denen ich nicht zurechtgekommen wäre. Ja, tut mir leid. Ist schon okay, sie kommt zurecht. Und was habt ihr jetzt vor? Ich denke, wir gehen in die nächste Großstadt und schauen dann mal weiter. Wenn ihr wollt, können ich und Mina euch mit Richtung Berlin nehmen und wir suchen dann unsere alte Truppe und ihr könnt eurer Wege gehen. Oder ihr schließt euch unserer Gruppe an. Vielleicht können wir mal hier irgendwo halten. Ich müsste mal eben den Wald besuchen. Ja, klar. Wir halten ein. Warum habe ich keins? Kein was? Na, kein Bild. Hast du nicht? Nein, warum würde ich dann fragen? Guck mal. Du kommst die eine Seite, ich nehme die andere. Cora und Rob sind okay. Sie werden uns noch eine ganze Weile begleiten, denke ich. Ich fühle mich so sicherer. Es gibt nun 6 Augen, die auf Mina und ihr inneres Kind achten können. Und sollte mir etwas passieren, ist Mina nicht alleine.
Nina! Wo gehst du hin? Dein Rucksack ist noch hier. Aber warum? Der ist doch nur Last. Wir haben das Auto jemandem geklaut, also kann uns das genauso passieren. Und dann werden all deine Sachen weg. Aber wahrscheinlich erschossen zu sein. Guck mal! Ist alles okay? Ja, glaube ich auch. Wieso gehen wir da nicht rein? Weitergeht. Auf Bea warten und dann geht's los. Bea! Nina, warte! Sie ist nicht allein. Sie ist wie geboren für diese Welt. Ich hoffe nur, dass sie sich nicht aufgibt, dass sie ihr inneres Kind nicht verliert, sich selbst nicht verliert, dass sie nicht vergisst, wie Menschen sein können, aber sie auch nicht auf ewig verurteilt. Es ist fast Winter. Mach's gut, mein kleiner Troll.